Alle okay da oben? Anton Rodriguez hat eine Kugel abgekriegt, aber ich glaube, sie wird's überstehen. Commander, ich habe die Cerberus Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Sofort. Mach ich. Schon dabei. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass Sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem Letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias Schild ist, erinnern Sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Let's go.
Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz! Sie wird es nicht schaffen! Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Nicht alle haben es geschafft. Jason Prangley kam mit 6 Jahren nach Grissom. Er hat kaum ein Wort geredet. War total schüchtern. Ich sah ihn aufwachsen. Und jetzt? Er hat immer gelesen über Schlachten und so. Ich habe ihn Arschkriecher genannt. Wir sollten die Aufgabe der Studenten überdenken. Ihr Ausbilder ist tot. Und Prangley. Prangley ist nicht gefallen, damit sie weglaufen können. Sie haben gerade einen Freund verloren, Commander. Einen Kameraden. Und sie werden kämpfen, um seinen Namen zu ehren. Wozu denn zum Teufel? Er wird nicht da sein. Aber die Erinnerung an ihn und ihre Wut. Eines Tages wird diese Wut ihre einzige Munition sein. Und dann wird Jason Prangley ihnen erneut das Leben retten. Verstanden, Commander. Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Ich wünschte, ich hätte alle rausbringen können. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. Passen Sie auf sich auf, Admiral. Sie auch. Anderson Ende. Commander? Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander, brauchen Sie noch etwas? Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Von Palavan gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf, wenn's hässlich wird. Das muss man ihnen lassen. Commander, Sie haben eine verschlüsselte Nachricht von einer Miranda Lawson.